Moin. Moin, ihr Besten. Ja, vor gut 2 Stunden oder so hat unsere Bundeskanzlerin ihre Bundespressekonferenz dann mit ihrem Bundesratspräsidenten, Herrn Söder, und dem sein Stellvertreter gegeben. Es wird Lockerungen geben, die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen werden gelockert, werden aber trotzdem auf den Zeitraum erweitert. Das heißt, bis 5. Juni geht die ganze Geschichte weiter. Die App lässt wohl noch ein bisschen auf sich warten, diese komische App, die da geplant ist. Soll aber bald auf den Weg gebracht werden oder irgendwie sowas habe ich da mitgekriegt. Oh Mann, Alter, da mache ich mir schon richtig Kopf drum. Also kann auch sein, dass das ganze Ding wahrscheinlich eine Ente ist oder so. Das ist für mich gar nicht so das Problem. Wir wissen jetzt auch alle Bescheid und ich werde euch hier nicht zum Zehntausendsten oder der Zehntausendste Vollidiot sein, der jetzt hier nochmal alles aufbröselt, was da in dieser Pressekonferenz da gesagt wurde. Weil da gibt es ganz andere Quellen, die sind auch viel geiler und fitter als ich. Mir geht es um was ganz anderes. Ich habe ein bisschen Angst um die Menschen, um die Nachfolgeschäden von diesen ganzen Sachen. Weil da so ein paar Sachen sind, die kann keiner richtig mehr vorausahnen. Wir wissen jetzt schon, dass es ganz viel häusliche Gewalt gab, dass es jetzt Scheidungen gab. Ohne Ende. Das ist die Scheidungsanwälte, die machen sich jetzt gerade eine schöne goldene Nase. Kinder werden wahrscheinlich ohne einen Elternteil aufwachsen, nur wegen dieser Scheiße, nur weil man mal 6 Wochen mal auf einen Haufen gekluckt hat. Suizide werden ansteigen. Arbeitslosigkeit wird auch ein bisschen sich ansteigen, auf jeden Fall. Betriebe sind pleite gegangen. Kurzarbeit ist doch das kleinste Ding. Wenn er einen Kurzarbeitsjob hat, der ist noch gesegnet. Ne? Jeden Hartz-IV-Empfänger geht es zurzeit weitaus besser als so manch Kurzarbeiter. Im Endeffekt. Ne? Also soll jetzt hier kein Schönreden von Hartz-IV sein, aber bei euch ist die Miete wenigstens gezahlt. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Ich mache mir da schon Sorgen. Also. Ich bin ja eh immer ganz gerne der Kummerkasten für meinen Freundeskreis. Und ich warte auf die ersten, die ja hier noch zusammenbrechen werden bei mir. Also ich kenne das schon. Ja, wird auf jeden Fall Gewinner geben. Es gibt auch Leute, die haben bestimmt ihr Glück gefunden oder so jetzt aufgrund dieser Krise, aber ich habe Angst um die Menschen. Und gerade auch um meinen Freundeskreis teilweise. Ne? Da haben es auch ganz viele Leute ein bisschen hart getroffen. Und ich glaube, wir sollten eher mal zusehen, dass wir auch als Bevölkerung mal untereinander mal wieder solidarisch sind. Ne? Also diesbezüglich haut mal rein. Und wie gesagt, mir geht es vor allem darum, dass wir die Nachfolgeschäden dieser ganzen Geschichte vielleicht so klein halten wie möglich. Aufhalten können wir sie nicht, weil vieles schon passiert ist und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Aber ja, es geht um die Menschen, um den einfachen Mensch. Ne? Also Leute, haut rein.